Und dann 1969, 70 sind wir dann endlich aufgestiegen. Wir sind zum letzten Aufstiegsspiel, das ist ungefähr in Arnstadt, war das Rudisleben. Da habe ich ja auch Bildmaterial, was ich vorhin erzählt habe. Sind von dem Ort hier alleine 1500 mit dem Sonderzug nach Rudisleben gefahren zu dem letzten Aufstiegsspiel. Wie gesagt, mir wurde erzählt, dass mindestens 2000 Leute dort waren. Von Tiefenort nur. Du hast gesagt, ihr hattet ja nicht so 2000 Einwohner auch zu der Ja, Zeit, damals, ne? ja, gut 2500. Mit den Ortschaften drumherum kommen wir vielleicht auf 4000 jetzt. Damals, das war für mich, das war so ein Bericht von, den ich, als ich damals aufgesaugt hatte, ne, wo die Leute das auch geschrieben haben. Dann, ne, und das erzählen jetzt viele Leute hier noch. Wie gesagt, da fing eigentlich die große Ära an. Ne, wir sind zwar in den 70er Jahren nochmal abgestiegen, aber sind dann gleich wieder aufgestiegen. Waren große Mannschaften hier gespielt. Ne, und dann in den 70er Jahren waren dann auch immer so 2.000, 4.000, 6.000 Zuschauer hier zu den Heimspielen. Und es kam dann, wie ich gesagt habe, Turbine Erfurt, wahrscheinlich 8000 Zuschauer. Wie gesagt, ich habe mit dem Wolfgang Kube gesprochen, eine Ikone aus den 70er Jahren, ein hervorragender Fußballer. Der hat mir gesagt, es waren mehr Leute drin, weil die teilweise auch keine Karten mehr hatten zum Verkaufen. Also denke ich mal, dass vielleicht 10.000 hier waren. Ja, stark. Warst du da als Junge dann, als Kind auch schon im Stadion, so als Fan, oder? Naja, ich bin erst 64 geboren. Ne? Ich weiß, mit meinem Vater bin ich dann immer mal hier hochgelaufen. Die kam aus so einem Nachbarort, aus so einem Ortsteil von Unterhohen, stamme ich eigentlich her. Und das weiß ich noch, das ist damals sonntags, war ja nichts anderes. Ne? Dann ist die Karawane von Unterhohen, das waren immer so 20, 30 Männer, über den Berg hier in das Cafeteria hingelaufen. Da bin ich natürlich immer mit. Ne? Ich habe ja hier auch Fußball gespielt. Und dann sind die hier hoch, dann hatten die immer ihren selben Platz, wo sie standen. Ne? Wie gesagt, es gab ja nichts anderes sonntags. Die eine Richtung war die Grenze, da durfte man nicht hin. Die andere Richtung musste man ein Auto haben. Viele hatten kein Auto, was wollte man? Irgendwo hinfahren. Der Fußball war der Mittelpunkt. Einzugsgebiet von 30 Kilometern, Eisenach, sind sie mit den Sonderzügen hierher gekommen. Aus der Rhön. Ne? Und gab es damals auch schon so das, was man heute Fußballfans nennt, also dass die gesungen haben, Schals hatten, Nee. Fahnen hatten oder so? Es gab mal eine kleine Fangruppe so. Die sind dann auch viel zu den Auswärtsspielen mitgefahren, aber dass sie gesungen haben und sowas. Gab es damals nicht. Ja, und von den Auswärtsvereinen wahrscheinlich eigentlich auch Ja selten, gut, oder? Zwickau, wenn die hier waren, oder Wismut Aue, Gera. Hattet ihr auch einen traditionellen Rivalen eigentlich oder so? Ja, das war, wie gesagt, was ich vorhin schon gesagt habe, mit den Bezirken. Suhl war ja ein Bezirk und unsere Bezirkshauptstadt war Suhl. Und da hatten wir natürlich mit Motor Suhl, das war natürlich unser, und Motor Eisenach, wenn Motor Eisenach mal aufgestiegen war, das war. Da kam natürlich auch von Eisenach dann 1.000, 2.000 Zuschauer mit hier rüber und umgekehrt auch nach Eisenach dann. Das waren so die Derbys, ne, dann an Suhl und Eisenach. Ich kann mich selber noch an Eisenach erinnern, Suhl ist sowieso, wenn wir da gespielt haben, da waren immer 4.000, 5.000 Zuschauer hier. Ne, Wie war das dann, als du selbst gespielt hast? Wie war das so, Spieler zu sein? Also, es war ja wahrscheinlich ein bisschen anders als jetzt bei den Fußballprofis oder so. wir waren ja Profis, ne? Wir haben ja als Profis gearbeitet hier. Wir haben ja. Na gut, ich war es in Jena sowieso ein bisschen gewohnt. Ne? Wir haben ab und zu mal Vorspiele gemacht vor der Oberliga, da waren auch dann 20.000 schon drin oder so. Ne? Das war nicht so. Aber es war immer was Wunderbares, wenn man hier hochkam. Ne? Und die Zuschauer alle, ne? Viele Bekannte auch, ne? Die einen dann angefeuert haben. Ne? Man muss auch sagen, wenn wir verloren haben, sind wir auch. Wurden wir einmal zusammengestaucht. Man hat sich ja getroffen. Ne? Im Ort dann, die Woche über, man konnte sich ja nicht abschotten. Also das gibt es ja nicht wie heute, dass die Profis mal kurz im Stadion sind und dann sieht man sie eine Woche überhaupt nicht mehr in der Stadt oder sowas. Ne? Das ging ja bei uns nicht. Ja, das meine ich so ein bisschen. Das war ja wahrscheinlich ein bisschen anders als bei den Das Profis heute so. wurde dann schon mal laut. Das wurde schon mal. Hast du noch besondere Spiele aus deiner Karriere hier in Erinnerung? Ich weiß nur noch mal ein Spiel gegen Sachsenring Zwickau. Ne? Ihr müsst euch vorstellen, Sachsenring Zwickau war im Prinzip größer in der Klasse. Ne? Also man hatte ein wenig Chancen gegen Zwickau. Und wir haben mal hier 1-0 gewonnen gegen Zwickau. Das war natürlich eine Sensation. Und dann, ich zeige euch das nachher nochmal. Wir hatten oben so eine Gaststätte und da war ein großer Saal. Und da war immer nach dem Spielen immer voll. Da haben die Leute dann ihr Bierchen getrunken. Ne, und, so. Und das sind ich und mein Kumpel sind dann nach dem Spiel dann da reingekommen. Da sind die Leute aufgestiegen, haben geklatscht. Ne. Also das waren jetzt keine 2000 Leute da drinnen. Ne. Aber es waren so vielleicht 100 oder 200, 300 Leute in dem Saal. Ich weiß jetzt nicht. Aber es war so ein Erlebnis, was ich so gedacht, Mensch, guck mal an. Das hat die Leute doch gefreut. Ne? War bestimmt kein gutes Spiel. Ne? Wir haben wahrscheinlich sehr viel Glück gehabt, aber wir haben gewonnen. Ne? Und das ist schon.
Und dann natürlich solche Spiele gegen Suhl oder Eisenach. Ne? Und jetzt hast du schon gesagt, mit der Wende hat sich da natürlich viel verändert. Wie habt ihr denn vielleicht so die Zeit vor der Wende wahrgenommen? Hat man das schon mitgekriegt, dass sich jetzt irgendwas ändert? Oder war das so von einem Tag auf den anderen? Ja, man hat das schon mitbekommen. Ne? Also ich war sowieso immer ein Provokateur gegenüber unserem System. Ne? Also ich war nicht so. Aber jeder normale Mensch war ja mit dem System nicht einverstanden, ne? Will ich mal so sagen. Ich hatte dann auch mal ein Problem gekriegt mit dem System.